Hallihallöchen, Leutchen, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Resident Evil 7. Ich bin immer noch Yumika und in der letzten Folge haben wir uns ein schönes Filmchen reingezogen, schön romantisch, so wie wir es wollen. Und jetzt sind wir eigentlich guter Dinge, weiterzukommen. So, jetzt ist natürlich eins der Dinge eingetreten, die mich ein bisschen nerven an dem Speichersystem. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich speichert, wenn dieses Symbol kommt, oder ob es nur speichert, wenn ich an so ein Gerät komme. Tja, und jetzt traue ich mich nicht so wirklich aufzuhören, deswegen mache ich jetzt einfach noch eine Folge, bis ich so ein Speichergerät mal finde. Und dann können wir auch ein Päuschen für heute mal machen. Da, was ist das für ein Haus? Spielt das ganze Spiel hier im Haus? Ich bin ein bisschen quank. Oh, nee. Eine Holzstelle. Wir brauchen Platz im Inventar. Ist das Flintenmunition? Münzen? Okay, das können wir gar nicht wegschmeißen. Was ist damit? Huch, nein, das wollte ich gar nicht. Ja, wir brauchen halt Platz, ne? Was stand da nochmal drauf? Okay, das kann man eigentlich weghauen. Da habe ich halt Angst, dass dieser schwarze Schleim noch irgendwie wertvoll ist. Deswegen bin ich da gerade eben ein bisschen vorsichtiger. Ah, wieder so eine Statue, ne? Ganz toll. Es tropft da oben. Ich leg mal die Knarre aus der Hand. Okay. Ich hätte die wahrscheinlich jetzt in der Toilette nicht gefunden bei dem bisschen Licht, aber gut. Hast du gut gemacht. So, Adleraugen on top. Haben wir da schon reingeguckt? Ja, bestimmt schon. Höllische Sache, nicht? Ganz sicher besser als das Gras zu beißen. Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist immer bei mir. Ach so. Ist das so? Wie du sehen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Ach so. Wodurch du, salopp gesagt, in der Scheiße steckst. Echt so? Okay. Das ist ja interessant. Weißt du, ich habe keine Lust mehr. Mist, die Tür ist nicht zugegangen, oder? Ah! Wow! Wow! Die Oma ist weg! Die fuck... Nein, hör auf, du zerstörst die Stimmung! Wo ist die Oma hin? Reiß sie raus! Wo ist der? Er verfolgt uns nicht mehr. Oh ne, da geht's nur dahin. Ah, sowas ist es wieder. Verstehe. Wo ist das Teil? Hä? Living Room. Ja, ich glaube, das ist falsch. Netter Versuch. Okay. Okay. Ich bin planlos. Ich geb's zu. Das könnte das Viech aus Minecraft sein. Finde ich jetzt nicht fair.
Ah, Moment, das sieht schon ein bisschen richtig aus. Oh, nur ein bisschen. Moment. Ich glaube, es ist richtig, aber falsch rum. Verdammt. Ist da oben sind die Krallen, ich weiß, aber ich weiß nicht, wie ich das da runterkrieg jetzt. Alter, das ist ein bisschen kompliziert, dass die Spinne gerade. Okay, Moment mal. Nein! Ich wollte dich abbrechen. Mann! Okay. Endlich. Puh. Sky Hunter. Wer baut diesen Mist? Ja, was fragst du mich? Also ich bin mir absolut sicher, das hatten die nicht schon immer. Das kann ja nicht sein. Also dann wäre die Familie seltsam. Aber erst dann. Kraut, nice. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu gut. Unser Inventar ist dauernd voll mit Heilzeugs. Flüssige Chemikalie. Gibt's doch nicht. Wir bräuchten die Chemikalie aber. Ach, damit. Ah, mit flüssiger Chemikalie kann man auch Munition herstellen. Okay, Moment. Wir heilen uns erstmal. Wir waren nämlich ein bisschen verletzt. Ganz wenig eigentlich, sodass es gar nicht gelohnt hat. Und dann nehmen wir mal die flüssige Chemikalie. Ja, nein, wollte ich gar nicht. Wow. Alles klar, wegen Einschuss. Okay. Gut. Zum Glück haben wir vorhin aus Versehen einen verschossen. Verschuss. Was war das? Was ist das denn? Arzneimittel, das kurzfristig die Sinne schärft, wodurch Objekte einfach aufzuspüren sind. Okay. Dafür haben wir ja nichts. Ach, die Dinger machen dauernd die Geräusche. Alter! Ist das. Was ist das? Das sieht aus wie irgendein Gewehr, so ein billig, selbst zusammengebautes. Privatsphäre kennt man hier in der Familie wohl nicht. Hallo? Jemand zu Hause? Tja.
14. Juni, Mann und Ehefrau im Urlaub. Der Mann war ein Erfolg. Er ist der 12. Leider war die Frau nichts, also werden wir sie beseitigen. 7. Juli. Drei College-Studentinnen sind alle vergammelt. Lukas ist ein verdammter Idiot. 13. August, obdachloser Mann. In 3 Tagen gewandelt. Er ist der 13. Okay, die verwandeln anscheinend Leute in motherfucking Monster. Aber wo sind die alle? Es müsste ja dann eigentlich voll viele von denen geben, oder? Also es wird erklären, warum wir Waffen bekommen, die nicht sonderlich viel Sinn haben. So, nicht. Also, der einzige Sinn bis jetzt ist halt, dass man auf sie schießt und sie kurzzeitig einen in Ruhe lässt. Hartnäckig. Hartnäckige Viecher. Okay. Hätte ja sein können, dass Schütteln da was hilft, aber anscheinend nicht. Bei mir hilft es immer, wenn ich mir einen schüttel. Das hilft mir immer. Oh, ne. Überall ist dieser Glibber. Och, ne. Bitte nicht. Was zum? Nein. Nein. Du kannst nicht die Tür öffnen, oder? Also ich habe den Trailer gesehen und im Trailer hat er gesagt, jetzt habe ich alles gesehen. Sag mal, wie soll ich denn den killen? Hat er überhaupt irgendwas mit dem machen? Wo ist der hin? Hä? Warum verschwinden die immer? Sind das fucking Geister oder was geht hier ab? Ich vermute mal, dass das Viech jetzt das sein wird, das uns jagt. Ich habe jetzt gemeint, wir sind auf der anderen Seite von diesem Schloss. Aber anscheinend ihr nicht. Ja, toll. That makes me happy. Okay, Muni. Wieder etwas, das nicht aufgeht. Alter, wir werden hier echt lange sein, oder? Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Muss an den Mist liegen, den sie mir reinwürgen. Wenn ich schon draufgehen muss, will ich zumindest im Kampf untergehen. Ich werde mir die Flinte schnappen und die ich im Freien gesehen habe und werde noch getan haben. Ich muss hier rauskommen. Ich liebe dich, Courtney. Ich liebe. In Liebe, Travis. Okay. Travis war doch einer der Typen aus der Demo, oder? Achso, stimmt ja, der war ja zu. Moment, wir speichern erstmal. Warum ist die Farbe nicht gerade so? Ach, egal. Aus dem Haus fliehen. Schreiben wir mal. So. Eigentlich sollte ich ja jetzt ein Päuschen machen, aber in den letzten paar Minuten können wir schon mal noch kurz mal hier reinschauen. Das sieht man nicht so aus, als würde ich hier wirklich sein wollen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Och nee. Nee. Nee, das ist so ein Labyrinth jetzt schon wieder, oder was? Wo uns irgendwas durchjagt. Oh nee. Bitte nicht. Aber was ist das für eine Familie?
Was ist das für eine fucking Familie? Hilfe! Nein, keine. Na dann. Dann lass mal das. Vermittlung, geben Sie mir die solchen Schutzbehörde. Hallo! Lieber schleimiger Freund. Schleimig mit Schleimsen. Wo bist du denn? Ja, hinter mir, natürlich bist du da. Ah! Ah! Das sind mehrere! Oh mein Gott! Alter! Alter! Was war das denn? Alter! Diese Kreaturen sind sehr widerstandsfähig. Um sie aufzuhalten, müssen sie entweder den Kopf abtrennen oder ihren Körper komplett zerstören. Wie soll ich denen den Kopf abtrennen? Alter! Okay. Vielleicht versuchen wir mal einen nach den anderen zu töten, einfach. Es hat funktioniert. Das hat funktioniert. Okay. Okay, das hat funktioniert. Ich will mich trotzdem nicht unbedingt mit denen anlegen. Der Verarbeitungs... Achso, ja, ich verstehe schon. Oh, cool, das kann ich auch machen. Die Axt wäre mir trotzdem irgendwie lieber. Ah, okay, hier sind wir jetzt. Okay, das ist schon mal gut. Skorpionschlag. Mann, das mit dem Inventar ist echt nervig. Bei solchen Spielen sind Inventare einfach nicht geil. Was soll ich denn da jetzt machen? Das Kraut will ich jetzt nicht unbedingt wegschmeißen. Aber das brauchen wir sehr wahrscheinlich. Da ist noch ein Dietrich. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich habe ein Mini-Inventar. Ich krieg das Eis nicht. Und hier ist noch Kraut. Guckt euch an. Ich kann nichts mitnehmen. Hier, flüssige Chemikalie kann ich nicht mitnehmen. Okay, wir schmeißen mal das Kraut weg. Ja, müssen wir wohl. Sind dazu gezwungen gerade. Und wir nehmen uns... Der Skorpionschlüssel ist, glaube ich, für oben. Deswegen nehmen wir uns mal den Dietrich. Ich hoffe, ich liege überhaupt richtig. Also, Skorpionschlüssel hört sich für mich an wie etwas, was man oben nimmt. Was oben ist. Passt nicht zu diesem Schloss, natürlich. Ah, lass mich raten, hier brauchen wir einen Schlangenschlüssel. Okay, ja,
waren aber auch ein paar Türen, die wir nicht öffnen konnten. Okay, da waren auch sehr viele Monster. Da sind wir ja vorhin durchgerannt. Lukas, ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran, 3A und einen Handabdruck. Und einen Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. Okay. In den Ofen gesperrt, hä? Starke, flüssige Chemikalie. Schade. Travis! Da ist Travis drin! Ah, Moment, ich muss mich heilen. Komm her, du Sau. Ja, guckst du blöd, was? Du dumme Sau, du dumme. Okay, wie kommen wir da rein? Schießpulver? Tamara? Sean? William? Okay. Nur Travis ist verschlossen. Das heißt, bei Travis könnte noch jemand drin sein. Ich bezweifle es zwar, aber vielleicht ist der Kerl ja sogar am Leben. Also es ist auf jeden Fall einer von den Kameratypen, also von den Mistbusters oder wie was das waren. Achso, ja, das kennen wir ja schon. Auf der anderen Seite verschlossen. Da geht's nur wieder da rein. Ich persönlich würde jetzt darauf setzen, dass ich nochmal zurückgehe und erstmal speichere. Weil wenn wir jetzt sterben, müssen wir alles von vorn machen. Deswegen rennen wir jetzt einfach mal schnell zurück, speichern ein Ründchen, dann kann ich mein Päuschen machen und dann können wir in der nächsten Folge das hier hoffentlich erledigen. Wo geht's denn überhaupt raus? Wo war denn jetzt nochmal der Ausgang? Hier vielleicht? Nee, da geht's eher weiter, ne? Ja. Labyrinth eben, ne? Fuck. Wo komme ich raus? Ich will speichern. So, die Tür ist zugegangen. Gut. So, wir heilen uns mal nochmal. So, sicherheitshalber. Ich mag diesen Raum. Er wirkt so friedlich. Jetzt kapiere ich den Sinn von dem Teil. Oh mein Gott. Da drin kann man Sachen lagern. Jetzt. Oh Gott, ich bin so blöd, ne? Und das wird uns immer verfolgen. Ah Gott, das hätte ich früher irgendwie wissen müssen. Wahrscheinlich gab es auch noch eine Erklärung. Das ist so. Das ist jetzt ein bisschen peinlich für mich, ne? Das tun wir auch mal rüber. 20 Schuss, wenn die reichen. Ich weiß nicht. Münze, tun auch rüber. Kann ich das auch rüber tun? Oh ja, geil. Okay, das Pendel brauchen wir noch. Schrotflinte, das machen wir da. Das lassen wir auch da. Das behalten wir. Dann haben wir trotzdem nur 3 Plätze frei. Vier. Vier meine ich. 4 sind sie dann. Hm. 20 Schuss. Ja gut, wir schießen sehr, sehr wenig, ne? Wir greifen die Viecher mit dem Messer nur an. Das hier weiß ich ja nicht. Kurzfristig Sinne schärfen. Hm. Wir lassen es einfach mal. Okay, 4 Dinge passen jetzt wieder rein. So ist es, denke ich, ganz okay. Ich habe das Lager zuerst gar nicht kapiert. Ich habe gemeint, das Spiel gibt da nur die Sachen zurück, die einen der Alte abgenommen hat. Moment,
Wir haben ja Dietrich, stimmt. Geil, haben wir 5 Plätze frei. Nice, 25 Schuss. So, dann speichern wir mal schnell hier. Hauptgeschoss. Ja, speichern. Und ja, dann will ich das Video hier an der Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, Daumen nach oben, Kommentare oder vielleicht sogar ein Abo. Und vergesst nicht, das Video mit eurer Oma zu teilen, um ihr zu zeigen, was heutzutage so hip ist. Bis dahin, Tschüssikowski und goodbye. Try another.